Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Falls nicht, schaut ihr mein Video, dann geht's euch besser, Freunde. Heute machen wir einen Super Speed Death Run. Der ist gebaut von Old Viking, Freunde. Chokizel. Ich habe so ein bisschen reingeschaut. Und mit dabei ist mein Lieblingstürke, Odoman Piki. André, ich bin dein größter Fan! Yeah! Kannst du meine Busen autogrammieren? Okay, schreibt alle autogrammieren in den Chat und lasst gerne ein Like da, Freunde. Wir sind auf dem Weg zu den 1 Milliarden Abonnenten. Könnt auch gerne abonnieren. 1 Milliarden. Komm, let's go. Digga, erste Stage direkt reingeschissen, Freunde. Wie soll man das anders nennen? Es wird noch ekelhafter, Digga. Nein, laber nicht. Doch. Was für ekelhaft, das ist doch voll easy. Ja, und jetzt guck. Hat er nicht getan, Digga. Aber ich glaube, man muss da nicht stoppen, oder? Was sagst du? Ich glaube nicht, wenn du den Reifenjump richtig schaffst. Den Groove? Wenn du den Junge, Bogen raus hast? Was habe ich da schon wieder ausgesucht? Das sah voll easy aus im Video. Okay, das ist unnormal schwer, hä? Okay, hi. Okay. Du hast mich gekillt, du kleinen Fettsack! Bin auf dem Weg. André macht das Level jetzt nicht und Daniels Fettgesicht. Oh mein Gott! Odoman, du musst direkt springen, wenn du die Rampe nach oben gehst. Also nicht direkt, sondern wenn, bevor du auf den normalen kommst. Okay, ich bin gut dabei. Ich hab's geschafft, Odoman. Oh mein Gott! Nein, es war so knapp, Digga. Daneben gesprungen. Es geht danach weiter. Ich glaube, man hat keinen Spawnpunkt, oder? Zieh durch, Digga, zieh durch. Yeet. Er sagt Yeet. Oh mein Gott. Digga, was ein Level. Holy shit, Freunde. Bitte, ihr müsst mir Glück wünschen, mäßig. Oh mein Gott. Ich bin weit. Es geht weit. Ich hab's geschafft. Bitte, wenn ich ganz von vorne anfangen muss, ich weinen, bitte. Das ist unnormal geil. Es geht immer weiter, Odoman. Du darfst nicht einmal Pause machen in dein Brain drin rein. Ich bin gestoppt. Digga, das ist ja unnormal, der geile Death. Ja, ich sag ja, das erste ist nur scheiße und dann geht. Ach. Ich spiel nur noch mit Scrollradspringen. Ohne Witz. Sonst bockt das nicht, Freunde. Fortnite ist einfach broken, was Leertaste angeht. Ich weiß nicht warum, die so reinscheißen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass viel mehr Leute einfach auf Playsy spielen und es sie gar nicht juckt, wie PC-Spieler sind. Nein. Oh mein Gott, Junge, du musst perfekt in dein Brain drin rein rechnen, Mann. Jetzt aber. Jetzt Freunde, das ist der Try der Tries, für alle Tries. Ihr müsst jetzt ein Like da lassen, damit ich eure Kraft kriege. Eure Kraft ist da. Ich spüre sie. Ich kann sie spüren. Entspann dich, Odoman. Entspann dich. Deine Kraft brauche ich jetzt auch. Okay, ich gebe dir meinen Schwanz. Bitte, tu es. Odoman, es tut gut. Ja. Ich hab's geschafft. Let's go, Freunde. Hä? Was, André? Was? Nein, ganz normaler Parcours. Aber so ein ekelhafter, wo du so im Kreis laufen musst. So auf deinen Flash-Modus von früher. Weißt du, wie ich meine? Kriegen wir aber einen, beruhig dich. Bist du auch so bei mir? Wie? Bist du auch so bei mir? Oder, was für ich, bist du auch so bei mir? Was laberst du, Digga? Ich hab dich nur verwirrt. Ich check nicht, was der Junge von mir Ich meinte will, eigentlich, Digga. Ob du auch bei mir bist. In der Nähe drin. Ja. Ich schaff's. Tu es. Ich hab's nicht geschafft, kurz davor, André. Oh mein Gott. Hab ich dir echt schon gesagt, dass du ein hässlicher Vogel bist, Alter? Ja. Du auch. Deswegen lachen uns die Leute mal aus in den Videos. Mano, ich würde gerne mein Mikrofon aufessen, aber es war so teuer und mein PC würde ich gerne reintreten und reinschlagen und dann Hammer nehmen und reinboxen mit und eine Kettensäge nehmen und gegentreten. André, alles wird gut, okay? Entspann dich. Wir haben nur 10 Minuten gebraucht für 2 Level, aber sonst ist alles gut. Junge, wenn ich noch einmal gegen diesen Stein komme, hau ich in meinen Tisch rein und breche ihn dann kaputt und dann mache ich ihn in die Mikrowelle rein und esse ihn auf, weil... Der lecker schmeckt. Ja. Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich mache jetzt eine Rolle auf meinem Bett. Hast du echt eine Rolle auf dem Bett gemacht, Digga? Digga, das war auch nochmal anstrengend. Das war übel anstrengend. Und ich habe so Angst gehabt, dass ich mir den Fuß breche. Freunde, aber die Rolle gibt mir jetzt Kraft. Junge, dieser Baum. Warum baut man da einen Baum hin? Als könnte ein Baum auf einen Stein drauf wachsen. Digga, bist du dumm? Komm nicht hierher, Odoman. Glaub mir, spiel da hinten weiter. Das macht mehr Spaß. Er sagt, spiel da hinten. Okay, wir sind weit, Freunde. Einfach nur nicht reinscheißen jetzt. Let's go. Wir laufen weiter. Bin auf dem Weg. Nee, doch, das ist nichts, gar nichts. Und du darfst dies. Nichts. Das war Dings, Freunde. In Ukrainisch. Hat er nicht getan. Muss man jetzt alles von vorne machen? Was soll. Will der mich verarschen?
Aber jetzt... Nein! André, das ist so schwer mit diesen Pfeilen. Beruhig dich. Ich finde gerade raus. Go through. Da war irgendwas, Freunde. Wir schauen, wo wir hin müssen. Man muss durch das Fenster springen. Ist das dein Ernst? Wir haben es geschafft, Freunde. Let's go! Let's go! Hä? André, rette mich irgendwie, bitte. Entspann dich. Oh, Freunde, wir sind mega gut dabei. Ich kann leider nicht auf Odoman warten, weil das Ding ist, es wird zu heftig lange dauern. Ja. Ich lag gerade nur rein, sonst wäre ich immer noch da bei ihm hinten. Digga! Entspann dich. Ich mach das Ding durch. Ah! Oh, bitte! Oh, Freunde, das war so schön. Ich bin so schön und der Fall ist auch schön, aber er ist schwer und schön. So wie ich. Ich bin auch schwer und schön. Odoman. Ich auch. Okay. Also hat mir meine Mama gesagt. Dass du schwer bist? Und schön. Da hat die aber gelogen. Oh shit, pass auf! Beruhig dich! Trap-Tunnel des Lebens, aber wir haben ja Speed, deswegen juckt nicht. Freunde, daran bin ich gut. Meine Reaktion ist wie eine Smetterling. Kartoffel bin ich auch. Freunde, schreibt rein, Kartoffel oder Schmetterling! Mann! Gar kein Problem. Jetzt wird's langsam anstrengend. Hier. Gleich müssen wir um die Ecke laufen. Ich check mich um die Ecke drum. Entspann dich. Und dann hier um die Ecke. Ja, noch eine Ecke. Freunde, das geht unnormal weit. Bitte hör jetzt auf langsam. Mann, Digga, ich weiß, ich werde gleich sterben. Muss alles von vorne machen, Freunde. Oh mein Gott, der Defron ist so geil. Wir haben es geschafft. Digga, ich bin so gut gerade, Odoman, ne? Du hast richtig Glück, dass wir für mich aufnehmen. Ohne Witz, Digga. Oh Mann, jetzt habe ich ja durch reingeschissen, Digga. Digga, diese Fallen auf dem Boden, Digga. Ich könnte lecken. Die Fallen. Also weißt du, wenn der Stachel, halte ich schon meinen Mund auf, wenn der Stachel kommt, dann so. Du bist so ein Spaß. Darf ich das drin lassen? Das war richtig widerlich, Digga. Das war mega widerlich. Ja, Freunde, how to destroy Werbefreundlichkeit. Haben wir ja schon im letzten Video gehabt. Bin auf dem Weg, ich laufe um mein Leben und dann sage ich Apache. Digga, ich weiß nicht, wo lang und ich laufe einfach... Das war falsch. Digga, ich rage gleich, Alter. Digga, die Zone ist langsamer als ich, Freunde. Warum? Warum tust du mir das noch? Mann! Digga, dieses... Wie hast du das gemacht? Because I'm good and you're not. Spaß. Digga, ich bin so behindert gerade. Was ist heute los mit dir, Junge? Der Typ hast du Koks genommen oder so eine Scheiße, Digga? Digga, er hat irgendwas... Er hat Energy Drink getrocknet in Pulver und hat's gezogen, Alter. Vor allen Dingen, ich diss dich so weg und mach meinen eigenen Beat, Digga. Okay, Freunde, jetzt. Let's go. Oh, Junge, das ist nicht möglich, Digga. Mann, das T-Shirt wollte ich heute Abend nochmal anziehen. Jetzt schon wieder voll geschwitzt, Freunde, weil ich fett bin. Ich benutze für die Aufnahme immer neue T-Shirts. Dann kann ich sie nicht tragen, weil ich sie voll geschwitzt habe. Okay, komm. Ich kann nicht mehr, Digga. Beruhig dich, weil ich komm nicht weiter, wenn du das. Ich kann nicht mehr, André, Digga, das ist gefickt. Ey! Okay, let's go. Ich kann keine Luft, Bruder, ich muss kurz das Ding. Das sieht gut aus. Nee, hat er nicht getan. Hat er getan. Was ist das, Junge? Was denkst du dir bei sowas? Was? Nicht schon wieder, Digga. Fenster meine ich, nicht Tür. Okay, Freunde, wir machen das hier auf ganz langsam jetzt. Wir bleiben hier drin. Geradeaus. Wir müssen jetzt nur hier schnell machen. Ab hier müssen wir laufen. Das reicht. Von Anschwung her mäßig. Okay, wir haben's. Holy shit, das war schwer. Okay, was kommt jetzt? Einfach nur geradeaus, Level? Ich liebe dich. Das war das beste Level, was ich hier gespielt habe. Spaß. Aber war gut. Ohne Witz. Okay, war nicht gut, was hast du für Scheiße? Okay? Oh mein Gott!
Hat er nicht getan. Digga, oh Mann, du musst hierher kommen. Holy shit, ist das ein sexy Level. Echt? Ja, ja, unnormal geil. Mit Dropper. Nein! Oh mein Gott, Digga, Freunde, das Level ist schon übel geil, aber dieser Dropper hätte nicht sein müssen. Old Spasti, Mann. Old Spasti. Digga, du hast nicht gesehen, was da passiert ist. Du willst es auch eigentlich nicht sehen, aber du musst es sehen, weil es eigentlich schön ist. Weißt du, wie ich meine? So wie dein Gesicht. Okay. Ey, warum fliege ich denn, Digga? Was ist denn mit dem verkehrt auf einmal? Digga, du musst hier so ein langes Level machen und danach musst du einen Dropper machen. Und Dropper ist halt so, du merkst dir genau, wo du hinfliegst. Ja, richtig. Ja, und du vergisst es aber immer wieder, weil du das Level natürlich nicht schaffst. Okay, aber ich habe das, glaube ich, jetzt ein bisschen raus mit diesen Bounce-Pad-Steuern, Freunde. Oder das war jetzt zweimal Glück. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Digga, wenn du bei mir hierher kommst, du würdest deinen Bildschirm einschlagen, Digga. Ey, Digga. Finger in Po, Mexiko. Ich hab's geschafft. Holy shit, Freunde. Dafür will ich wirklich viele Likes sehen. Wie viele könnt ihr selber aussuchen? Mann! Freunde. Oh, so. Ah, habt ihr das gesehen, was man hier machen muss? Ich auch. Digga, nicht wieder so ein Bounce-Pad. Pommes-Kram, Digga. Ich hasse das. Pommes. Ja, mit diesen Pommes, weißt du, rutschen. Ach so. Pommes. Entspann dich. Holy moly froly, Digga. Macaroni. Das ist ganz anstrengend. Freunde, ich glaube, hier ist mein Endboss. Ich glaube, hier ist wirklich mein Endboss. Ich komme mit diesen Pommes-Dingern nie klar. Nie. Bin auf dem Weg. Auf einmal fliege ich. Digga, ich habe das Spiel kaputt gemacht, glaube ich. Wenn ich springe, überspringe ich jetzt alles irgendwie. Ich fliege so weit, ganz weit oben in die Luft. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, Freunde, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich kann nicht mehr normal springen. Ich habe High Gravity. Was? Low Gravity meine ich. Ja, guckt euch das an. Ich mach hier, so wie immer, und flieg jetzt einfach so übel weit. Jetzt geht's wieder. André, ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Warum? Warte, ich mach kurz Aufnahme. Okay. Nee, nevermind. Ja, okay. Bei mir ist auch broken. Ich flieg die ganze Zeit so ganz hoch in die Luft, Digga. Ich will unbedingt wissen, was da hinten passiert. Das ist das Geile an den Defern, Freunde. Oh mein, jetzt flieg ich ganz low. Ich habe keinen Gravity mehr. Ich habe High Gravity, meine ich. Ich komme immer durcheinander. Ich glaube, du hast es echt bei mir kaputt gemacht, ne? Ich habe jetzt High Gravity. Ich komm nicht mehr dahin. Jetzt habe ich wieder Low Gravity. Freunde, Digga. Nee, kein Bock mehr, Digga. Ich mache hier nicht Lottozahlen, Digga. Schreibt die Lottozahl in die Kommentare. Wenn ich gewinne, dann kriegt ihr nix. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich habe eine Rolle gemacht. Ich bin ausgerastet. Ich habe dumme Witze gebracht über dicke Menschen. Und lasst gerne ein Abo da. Ciao!